In mehreren Anläufen hatte ich versucht, Lubuntu auf einem 1-Gigabyte-Rechner zum Laufen zu bekommen. Das ist jetzt der dritte Anlauf und jetzt hat es auch endlich geklappt. Mir ist da ein kapitaler Fehler unterlaufen und zwar, es war kein Swap definiert. Warum der nicht definiert war, kann ich jetzt im Nachgang gar nicht mehr sagen. Entweder war das dieser VMware Auto-Installer, der da irgendwie rumgepfuscht hat, oder die Lubuntu-Installation legt standardmäßig keinen an, was ich mir jetzt aber auch irgendwie nur schwierig vorstellen kann. Sei es drum, man kann den nachträglich anlegen. Dazu bekommt ihr in der Videobeschreibung eine Anleitung verlinkt, falls ihr mal auf das gleiche Problem stoßen solltet. Und wir machen jetzt im Grunde den Test, den wir ja in den anderen zwei Videos gemacht haben, auch nochmal. Wir laden nämlich einmal hier die Spiegel-Startseite und gucken dann im Edge-Top, was da Spannendes passiert. Man sieht jetzt, dass er 2 GB Swap hat und die RAM-Auslastung sieht man auch. Die geht jetzt schon mal nicht so sehr hoch wie in den alten Videos und die Spiegelseite lädt jetzt auch fertig und wenn man einen Adblocker anhat, geht dann auch entsprechend die CPU-Last nach unten, sobald die Seite fertig geladen ist. Jetzt bin ich ja im Midori-Browser, okay, der ist ja zumindest ressourcenschonender. Wir machen jetzt aber mal als Härtetest nochmal den Firefox auf und auch da gehen wir auf spiegel.de. So, wieder nach vorne den Edge-Top, alles Echtzeit jetzt, keine Zeitraffer. Man kann wohl merken, dass er mehr braucht, also mehr Arbeitsspeicher hier, aber insgesamt benutzbar. Also ist zwar jetzt vielleicht noch als Disclaimer eine SSD drunter, ist keine HDD drunter, auf der jetzt der Swap liegt, aber so prinzipiell ja, kann ich hier die Webseite durch Scrollen benutzen. Ja, von daher, ich widerspreche allem, was ich in den ersten zwei Videos gesagt habe und es ist tatsächlich möglich, wenn man den Swap definiert hat, auf einem 1 GB Rechner noch vernünftig zu arbeiten, wenn man halt entsprechend Lubuntu hier einsetzt und vielleicht auch nicht Firefox, sondern Midori, wobei Firefox ja sogar auch gehen würde.